Robert, nächste Woche bist du im Ring. Wie hast du dich auf den Kampf vorbereitet? Wie liefen die Vorbereitungen? Die Vorbereitungen liefen also sehr gut. Ich habe 6 Wochen lang Sparring gemacht. Gab es mehrere also Sparringspartner. Ich habe also mit unseren Jungs auch Sparring gemacht, mit Dennis, mit Robert Krasnichi. Es lief alles prima und ich bin unverletzt also rausgekommen und freue mich auf den Kampf und bin gut vorbereitet. Wie, hast du dich besonders auf Weber vorbereitet oder bist du ja, einfach... Besonders nicht. Also ich war schon zweimal fast gegen gestern also vorbereitet, bin in guter Form. Und jetzt Weber, okay, man muss ihn ja nicht unterschätzen, ist er also ein starker Mann, hat 15 Kämpfe alle gewonnen, zwar jung und willig und so ein Mann soll ich erstmal besiegen. Also, da spielt man sozusagen Erfahrung gegen jüngere also Kraft. Und deshalb, also aus dieser Weise, ich habe ja also ganz normal, ich weiß, dass also jung, stark ist, einfach so gegen den Boxen und einfach meine Klasse zeigen. Genau 3 Monate später ist ja schon der Kampf gegen Kessler. Michael Kessler eingeplant. Ja. Klar, du gehst davon aus, dass du gewinnst. Du bist der haushohe Favorit, aber was ist, wenn du verlieren solltest in nächste Woche? Na, daran also denke ich und glaube ich nicht. Also ich bin der Champion, ich werde meine Stärke beweisen und das ist ja eine Aufgabe. Man muss das nicht unterschätzen, aber ich muss gewinnen und ich werde gewinnen. Letztes Mal ist ja der Kampf gegen Kessler ausgefallen. Hast du dich jetzt besonders sehr darauf motiviert jetzt? Auf diesen Kampf? Ja, auf jeden Fall ist es ja so eine also Vorstufe von Kessler und deshalb muss ich jetzt also besonders gut sein, damit das also Miguel auch also ein bisschen so Angst von mir kriegt sozusagen und nicht meine Schwäche so mitkriegt. Darum geht es ja jetzt.